Digitale Daten sind relativ fragil, also sie können sehr schnell verloren gehen. Das geht von, man klickt einmal auf den falschen Knopf und es ist gelöscht, der Datenspeicher läuft voll. Analog ist tot. Was nicht digital erschlossen und über das Internet verfügbar ist, ist quasi nicht existent. Wie wissenschaftliche Bibliotheken altes Wissen neu erschließen, also digitalisieren und für lange Zeit erhalten, das klären wir heute. Und dafür habe ich zwei absolute ExpertInnen. Dr. Katharina Markus, sie leitet den Bereich digitale Langzeitarchivierung bei ZB Med und kennt sich mit all den technischen Details und Hürden bestens aus. Und die Spürnase für alte Schätze in Bibliotheken ist Ulrich C.H. Blotz, mit Leib und Seele Bibliothekar. Und er kennt die ganzen Buchsammlungen von ZB Med und hat schon einige Schätze für uns gehoben. Schön, dass Sie da sind, schön, dass du da bist. Gerne. Ja, hallo, schön, dass wir da sein können. Gerne. Alte Schätze in Bibliotheken, Herr Blotz. Was können wir uns darunter vorstellen? Naja, als erstes denkt man da vielleicht an so etwas wie Handschriften, womöglich noch mit schönen Bildern drin, also handgemalt und so weiter. Aber es gibt auch andere Raritäten. Vielleicht gibt es Bücher, die im Grunde genommen ziemlich verbreitet sind, die aber dadurch, dass sie aus dem Besitz eines bestimmten Wissenschaftlers, einer bestimmten Wissenschaftlerin stammen, von Interesse sind. Vielleicht hat, das sehen wir als Bibliothekare ja grundsätzlich nicht so gerne, vielleicht hat aber die Person da ganz viel reingeschrieben, ganz viele Notizen gemacht. Und die sind heute unter Umständen für die Wissenschaftshistorie von außerordentlichem Interesse. Und die retrodigitalisieren Sie dann. Ja. Und was ist Retrodigitalisierung? Also im Grunde genommen so etwas wie Abfotografieren von Büchern, das heißt Seite für Seite wird eingescannt, natürlich entsprechend technisch aufbereitet und dann online gestellt, sodass man es weltweit jederzeit zugänglich, online sozusagen, also auf seinem Bildschirm zu Hause oder wo auch immer sich ansehen und auch entsprechend nachbearbeiten kann. Die Nachbearbeitung ist natürlich auch interessant, aber ich denke, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Nennen Sie uns doch mal Beispiele für Schätze, die Sie besonders wertvoll finden. Naja, beispielsweise ein Herbarium, das wir neulich bearbeitet haben, in dem sich zahlreiche Pflanzen finden, die da eingeklebt sind und entsprechend wissenschaftlich beschrieben. Soweit man feststellen konnte, besitzen wir da außer der Universitätsbibliothek in Halle das einzige Exemplar weltweit. Das ist toll. Mir fällt aber auch diese Sammlung Apidologie ein, die Auch sehr viel genutzt wird. Können Sie vielleicht ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist? gerne, gerne. Im Anfang stand die Überlegung, das Sammelspektrum von ZB Med, das ja nicht nur Medizin beinhaltet, sondern auch die Gesundheit, die Ernährung, die Umwelt und die Agrarwissenschaften. Im Vordergrund stand also, wie gesagt, die Überlegung, dieses Sammelspektrum etwas besser abdecken zu können, als es nur durch Ausschnitte bestimmter Wissenschaftsbereiche ging. Und da bot sich an, die in Bonn vorhandene Sammlung Pollmann zu digitalisieren. Der Herr Pollmann war der Lehrbeauftragte für Bienenkunde in Bonn an der damaligen Akademie der Landwirtschaft und hat seine Privatbibliothek, etwas über 200 Bände, der Vorgängerbibliothek überlassen. Das sind auch seltene Werke, aber in ihrer Geschlossenheit bilden sie natürlich auch sehr gut das Gesamtfach Apidologie ab. Nicht nur die eigentlichen Honigbienen, die uns natürlich an erster Stelle interessieren, sondern auch darüber hinaus Wildbienen, also ein Umweltaspekt, aber auch natürlich Bienenprodukte. Da haben wir dann nicht nur den Honig, sondern auch Dinge, die in der Medizin verwendet werden und so weiter. Und das haben Sie alles retrodigitalisiert und erschlossen. Der Unterschied jetzt zu deinem Bereich ist, bei dir ist schon alles digital. Das klingt ja so, als wäre alles fein, aber ist es nicht. Warum braucht es die digitale Langzeitarchivierung?
Gut, digitale Daten sind relativ fragil, also sie können sehr schnell verloren gehen. Das geht von, man klickt einmal auf den falschen Knopf und es ist gelöscht, der Datenspeicher läuft voll, die Software ist nicht mehr vorhanden, mit der man die Daten und das Format öffnen kann, keiner hat sich um die Daten gekümmert und sie sind irgendwie runtergefallen. Und das sind alles Risiken, mit denen wir uns beschäftigen, um die digitalen Daten langfristig zu erhalten. Es gibt ja in diesem Kontext einen Begriff, den ich so wichtig finde, Formatobsoleszenz. Also den Begriff solltest du uns vielleicht nochmal erläutern, dass wir das alle wissen. Genau, also Formate sind zum Teil offen, zum Teil kommerziell und wenn die Formate nicht mehr unterstützt werden, also es keine Software mehr gibt, um diese Datei zu öffnen, dann ist das Format obsolescent. Mhm. Das heißt, die optimale Möglichkeit, dem zu begegnen, ist entweder die Dateien zu migrieren auf ein neues Format, mit dem man noch umgehen kann, oder die Umgebung zu emulieren, um dann weiterhin die alte Software, die man vielleicht noch irgendwo findet, da nutzen zu können und eben auch die Daten dann so auf die zugreifen zu können. Und gibt es so ein Ereignis, was euch besonders motiviert hat, digitale Langzeitarchivierung zu eurer Aufgabe zu machen? Also aus der Geschichte der Langzeitarchivierung ist noch ein relativ neuer Bereich. Da gibt es eine bekannte Geschichte. Und zwar sind die originalen hochauflösenden Aufnahmen der ersten Mondlandung verloren gegangen. Die wurden damals auf Tapes gespeichert und diese wurden wahrscheinlich überschrieben, weil das der normale Workflow war, weil die nachgenutzt wurden, aber man weiß es nicht. Also es wurde immer mal wieder gesucht, wo diese Aufnahmen sind und es gibt natürlich auch Aufnahmen, die im Fernsehen gezeigt wurden, also es gibt noch Aufnahmen, aber die originalen hochauflösenden Aufnahmen sind nicht mehr auffindbar. Die heute Gold wären, um sie nachzunutzen. Das ist natürlich wirklich tragisch. Du hast von Gefahren gesprochen. Was ja auch eine Gefahr ist, die gerade in der heutigen Zeit leider sehr aktuell ist, sind die Cyberangriffe. Ist das auch so ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt? Ja, definitiv. Also gut, das ist jetzt grundsätzlich eher die Aufgabe von der Infrastruktur und da eher die IT, dass entsprechende Schutzmechanismen aufgebaut werden. Aber es ist definitiv auch etwas, was wir immer im Hinterkopf haben, weil es eben auch so eine große Gefahr ist. Und es nützt halt, die Daten an verschiedenen Stellen zu speichern. Wenn sie an einer Stelle verschlüsselt sind, kann man sie von einer anderen Stelle immer noch wiederholen. Und wie können wir uns diesen Ablauf ganz grob vorstellen, wie ihr vorgeht? Also wir entscheiden erstmal, welche Sammlung wir langzeitarchivieren. Wir haben ein Langzeitarchivierungssystem und eine Langzeitarchivierungssoftware. Und dann müssen die Daten erstmal da rein. Das heißt, relativ viel Arbeit mit den Datenlieferanten zusammen bezüglich Automatisierung und Rechteklärung. Und dann kommen die Daten dann in einem normalen Workflow in das System rein und werden dann nochmal geprüft. Und dann kommen immer mal wieder Fehlermeldungen. Das heißt, das Format ist nicht eindeutig, das Format ist unbekannt, die Datei hält sich nicht an ihre Formatspezifikation, die Datei ist richtig kaputt. Da müssen wir uns dran setzen und irgendwie versuchen, das zu klären, möglichst eine Datei zu bekommen, die in Ordnung ist. Und wenn sie dann im System drin sind, dann können wir die Daten auch monitoren. Das heißt, wir können alle Daten, die ein bestimmtes Format haben, selektieren und damit irgendwas machen. Wir können Reparaturmechanismen nutzen und alles, was eigentlich nötig ist, um irgendwie die Wiederverwendbarkeit von den Inhalten zu erhalten. Also wir sehen schon, es ist ein komplexer Prozess. Das klingt nämlich erstmal theoretisch so einfach, ne? Das klingt so nach Massenspeicherung. Aber das ist es nicht. Seid ihr denn auch für das kleine Feine zuständig? Also im Gegensatz zu also Masse statt Klasse oder Massus versus Klasse? Bis zu einem gewissen Punkt. Also wir müssen automatisieren. Die Mengen, die wir langzeitarchivieren, sind viel zu groß, um da per Hand was zu machen. Wir haben entschieden, für was wir verantwortlich sind. Wir haben eine entsprechende Preservation Policy. Das ist ganz wichtig.
die Verantwortung zu klären und auch bezüglich Ressourcen zu entscheiden, wie weit man sich jetzt mit einzelnen Dateien, die vielleicht kaputt sind, beschäftigen will. Also es ist immer eine Abwägung. Viel wird automatisiert, viel ist Massenworkflow, aber es geht nie alles. Also es gibt immer Sonderfälle, es gibt immer Ausnahmen. Und wo liegen jetzt die besonderen Herausforderungen? Also es gibt ja dieses Stichwort Digital LZA Awareness. Kannst du das ein bisschen erläutern? Also generell machen nicht so viele Institutionen tatsächlich produktiv LZA bis jetzt. Wie gesagt, das ist ein relativ neuer Bereich. Unsere Community, die international auch vernetzt ist, ist relativ klein noch. Aber eigentlich ist es eine Verantwortung von jeder Institution, die Daten speichert und über ein paar Jahre hinaus erhalten will, sich damit zu beschäftigen. Deswegen versuchen wir möglichst den Institutionen, die sich mit dem Thema beschäftigen sollten, auch irgendwie Handreichungen oder Informationen bereitzustellen. Es gibt zum Beispiel in Deutschland auch die Nestor-Institutionen. Also da kann man sich zusammenschließen und es gibt auch Materialien. Aber wir haben auch das Problem, wenn die Daten erstmal zu uns kommen und sie waren schon seit 10 Jahren publiziert und damals wurden die Rechte nicht geklärt, auch bezüglich Nachnutzung oder Langzeitarchivierung. Es wurden irgendwelche kommerziellen Formate verwendet, dann können wir schlechter noch was machen. Das heißt, wir versuchen möglichst an die Quelle zu gehen, auch in Workshops mit Forschenden zu sagen, bitte benutzt offene Formate. Bitte haltet euch an die entsprechenden Empfehlungen, benutzt viele Metadaten, klärt die Rechte und so weiter. Okay, also es braucht Aufklärung, es braucht mehr Bewusstsein, das wird daran sehr schön deutlich. Das war jetzt auch dieser Teil mit Masse versus Klasse. Da würde ich noch mal gerne auf die Retro-Digitalisierung kommen. Wie sehen Sie das, eher die Klasse oder eher die Masse? Wie gehen Sie da vor? Also wir haben uns grundsätzlich für, wenn ich das so übernehmen darf, für Klasse entschieden, also wie man das gerne nennt, für eine Boutique-Digitalisierung. Im Gegensatz zu anderen Bibliotheken, die aber natürlich einen anderen Arbeitsansatz haben, wo Massendigitalisierung betrieben wird. Das heißt, man möchte möglichst viel, möglichst schnell online stehen haben, den Benutzern zur Verfügung stellen können. Das kann die Aufgabe einer wissenschaftlichen Zentralbibliothek eigentlich nicht sein. Das ist eher was für Universalbibliotheken, also große Universitätsbibliotheken, Nationalbibliotheken, Landesbibliotheken vielleicht auch. Wir als wissenschaftliche Zentralbibliothek, wie gesagt, haben uns für die Boutique-Digitalisierung entschieden. Das heißt, wir suchen gezielt nach besonderen Beständen, die durch ihre Wiederbelebung, das mal so zu nennen, indem man sie aus dem Keller holt und auf den Bildschirm bringt, tatsächlich auch so etwas wie einen Mehrwert erzeugen können. Absolut. Das heißt, ich stelle mir das vor, wie ich habe ein Boutique-Hotel gegen so eine Standard-Hotelkette und hier habe ich wo ich mich wohlfühle, was wirklich genutzt wird, versus was ganz nett ist, aber wo es einfach auch massive Qualitätsmängel gibt. Guter Vergleich, ja. Ja, okay, wunderbar. Dann kommen wir doch gerne mal zu den Herausforderungen. Das ist ja so ein Thema, was man auch mal besprechen muss. Was ist in deinem Bereich, Katharina, die Herausforderung personell und operativ? Die Hauptherausforderung, wenn du es so sagen würdest. Also womit wir uns viel mit beschäftigen, das hatte ich schon erwähnt, die Automatisierung und die Rechteklärung. Bei der Automatisierung ist es so, dass die meisten Sammlungen keine Schnittstellen für Datenpakete haben. Wir wollen ja nicht nur die Metadaten, wir wollen wirklich die Dateien haben. Und da gibt es oft keinen Standard. Also das ist wirklich die große Herausforderung, einfach nur die Übernahme der Daten in das Archiv, was ja noch nicht mal unsere Hauptaufgabe ist. Und dann eben, was schon erwähnt wurde, die Auswahl, wie weit beschäftigen wir uns mit solchen problematischen Dateien. Da muss man an irgendeiner Stelle dann immer sagen, okay, da gibt es noch 1000 andere, mit denen wir uns auch beschäftigen müssen. Die eine kann uns jetzt nicht eine Woche binden.
Deswegen müssen wir da auch immer Abstriche machen und vernünftig auswählen. Und wir müssen auch immer überlegen, was sind die relevanten Risiken, wo ist es sinnvoll, eine Maßnahme zu entwickeln und wo wäre die Maßnahme viel zu aufwendig. Und mit diesen begrenzten Ressourcen können wir viel sinnvoller noch drei andere Risiken abdecken. Und diese Problematik haben Sie ja auch. Sie müssen sich ja auch ständig entscheiden, wie Sie vorgehen wollen, welche Schätze Sie heben. Wie machen Sie das? Wie treffen Sie die Entscheidung? Das ist prinzipiell richtig, aber ich würde gerne mich bei Frau Markus sozusagen einklinken, weil auch die Rechteklärung ist ein großes Thema, ein großes Problem sogar bei der Retrodigitalisierung, weil wir dürfen natürlich frei verfügbar nur Dinge machen, die urheberrechtsfrei sind. Also da sind wir dann schon gebunden. Aber Sie haben natürlich recht mit dem, was Sie schon erwähnten, Frau Rösner. Es ist ständiger Auswahlprozess nötig. Man muss die Bestände gut kennen. Man muss natürlich viel recherchieren, indem man versucht, Doppelarbeit zu vermeiden. Wir müssen nicht unbedingt irgendwas digitalisieren, was andere Leute schon sehr qualitätvoll gemacht haben. Ein weiteres Problem würde ich sehen in der möglichst gleichbleibenden hohen Qualität, mit der wir arbeiten möchten, wollen, müssen. Die Bindung an beispielsweise die Richtlinien der DFG ist essentiell. Die technische Ausstattung spielt eine Rolle. Die Qualifikation der Mitarbeitenden, das kommt alles zusammen und soll natürlich optimale Arbeitsergebnisse produzieren, was nicht ausschließt, dass es immer mal wieder hakt. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ist da noch viel da? Also Sie kennen ja Ihre Keller, Sie kennen Ihre Magazine. Ja, ich sagte ja, Sie sind die Spürnase, Sie machen das ja seit Jahrzehnten. Gibt es da noch viel zu heben? Also dürfen wir uns noch auf viel freuen, was in Ihrem Bereich gehoben wird? Ich hoffe es. Also viel ist auf jeden Fall da. Also die Arbeit wird so schnell nicht alle sein. Ob die Leute sich dann freuen, ist eine andere Geschichte. Ich gehe mal davon aus, ich benutze das dann jetzt auch gerne, um ein bisschen Werbung zu machen bei jetzt in diesem Jahr schon über 4 Millionen Zugriffen auf unsere digitalen Sammlungen, gehe ich mal davon aus, dass wir Leuten Freude machen oder bei ihrer Arbeit helfen können. Genau, aber wer ist das, jetzt mal die Zielgruppenfrage an Sie und an dich, für wen machen Sie das? Also vielleicht antworten Sie zuerst und dann du, Katharina? Im Grunde genommen für jedermann. Wir können als Beispiel die Sammlung Apidologie gerne aufgreifen. Das sind natürlich Wissenschaftler, die sich mit Bienen beschäftigen, gefragt oder unsere Zielgruppe, aber natürlich auch die Praktiker, also die Imker, die quasi mal schnell irgendwie auch im Internet mal feststellen wollen, was sie machen können, wenn der Varroa-Milbenbefall mal wieder zu groß wird. Oder jetzt habe ich gerade noch gelesen, wenn wieder eine neue Hornissenart eine Gefahr darstellt für die Honigbienen und so weiter. Also im Grunde genommen haben wir ein sehr breites Spektrum, aber natürlich schon einen gewissen Schwerpunkt bei der Wissenschaft und bei der universitären Lehre. Und bei dir? Ja, Wissenschaft, Lehre in den Lebenswissenschaften. Also wir haben ein bisschen fokussierteres Spektrum, entsprechend ZB-Meds-Ausrichtung. Und die Wissenschaft braucht ja ihre Forschungsergebnisse langfristig. Also entsprechend ist das unsere Hauptaufgabe. Und das ist genau das, wo Bibliotheken eingreifen können, weil das Spezialwissen von Bibliotheken da sehr gut zum Einsatz kommt. Also ich würde sagen, die nächste Mondlandung kommen, die wissenschaftlichen Bibliotheken sind darauf vorbereitet. Dankeschön.